Sponsor der heutigen Sendung ist die Firma Nekton. Die gibt es seit über 40 Jahren. Ich selber benutze Nekton von meinem ersten Tag an, sprich seit über 30 Jahren. Da hat man Nekton MSA, Nekton Rep. Das waren so die Anfänge der Terraristik. Da war schon, wie gesagt, Nekton mit dabei. Jetzt gibt es neue Produkte wie das Desi oder hier das Crested Gecko Food. Ist neu entwickelt von Nekton. Kann ich euch absolut ans Herz legen. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Meine Intro-Tierchen, heute gleich zwei Stück, sind sogenannte Musuranas. Musurana sind südamerikanische Nattern. Das hier in meiner linken Hand ist so die Standardfarbe. Da sind die so schwarz mit einem rötlichen Flanken bzw. einem rötlichen Bauch. Ne? Klassische Musurana. Dann gibt es das Ganze noch als Piebald. Kommt auch so in der Natur vor als Piebald, vererbt sich kodominant diese Piebald-Farbe, ne? Dann hat die diese weißen Flecken drin. Die Musuranas werden so guten 1,50 Meter, also richtig schön stattliche Nattern durch die schwarze Farbe, natürlich auch echt attraktiv. Nach wie vor noch relativ rar in der Terraristik, stehen auch unter Artenschutz, unter WA2, was sie vielleicht noch ein bisschen rarer macht. Wunderhübsche Schlangen, und deswegen wollte ich die heute als Intro-Tierchen, wollte ich die euch heute zeigen. Wir sind bei unserem Reptilien-ABC beim G angelangt, haben euch gefragt, was wollt ihr gerne hören. Es kamen super Beiträge von euch, wirklich extrem viele Beiträge. Großechsen fand ich ein guter Beitrag. Gila-Echsen war interessant, Genetik kam als Beitrag, fand ich alles sehr spannend. Letztendlich habe ich mich aber für G wie Gecko entschieden, beziehungsweise ich glaube, da waren auch die meisten Likes oder die meisten Aufrufe dazu da. Deswegen machen wir heute G wie Geckos. Da möchte ich gegenüberstellen oder euch helfen, welcher Gecko passt zu mir, welcher Gecko ist gut für den Einstieg, tagaktiv, nachtaktiv. Der beißt mich hier gleich noch. Herbivore, Carnivore, größerer Gecko, kleinerer Gecko. In die Richtung wollen wir es heute mal ein wenig durchsprechen. Ein Klassiker sind die Felsumen, die Madagaskar-Taggeckos. In dem Fall habe ich so einen jungen Felsuma Mat Grandis mitgebracht. Felsumen sind von dem her beliebt, weil sie grün sind. Ne? Grün ist, ich weiß nicht, irgendwie jedes Terrarianerherz schlägt bei grün höher. Sie sind, wie der Name schon sagt, sie sind tagaktiv. Ne? Die Taggeckos heißen sie auf Deutsch. Aber sie haben leider auch ein bisschen ihre Kehrseite, finde ich zumindest. Sie sind relativ scheu, ne? Deswegen hier auch in dem Döschen drin. Ich kann sie nicht einfach in die Hand nehmen. Sie sind scheu, sie probieren abzuhauen. Im Extremfall können sie ihren Schwanz abwerfen, ne? Wenn ich den in die Hand nehme oder zu lang versucht zu fangen, zu jagen, lässt er seinen Schwanz fallen. Ich glaube, das ist ein Punkt, wieso für einige Terrarianer oder auch für, ich glaube, für viele junge Terrarianer oder Einsteiger auch nicht in Frage kommt, weil man natürlich, oder was heißt natürlich, aber man hat irgendwo wegen des Bedürfnisses in sich drin, das Tier auch mal anzufassen oder zu streicheln oder in die Hand zu nehmen oder wie auch immer, habe ich jetzt ein extrem scheues Tier und kann das nicht, ist das, glaube ich, für viele ein Kriterium, was den da Kleibing uninteressanter macht. Ne? Wem das egal ist, wer sagt, okay, schönes Tier, ich will in mein Terrarium, ich will die Tiere anschauen, ich brauche die gar nicht anlangen, der hat an den Felsumen tolle Terrarientiere. Ihr könnt euch ein schönes, hohes Terrarium einrichten. Gibt es verschieden große. Ne? Ich habe jetzt hier Grandis, wie der Name schon sagt. Grandis ist somit der größte der Taggeckos mit ungefähr 30 cm Gesamtlänge, 25 bis 30. Es gibt sehr kleine Taggeckos, die gerade mal so 7, 8 cm lang werden für ein relativ kleines Terrarium. Von der Einrichtung her recht tropisch, ne, grün eingerichtet. Da kommt wieder noch ein kleiner Nachteil. Die verstecken sich natürlich dann in der grünen Einrichtung auch ziemlich. Mit der Zeit sind sie nicht ganz so scheu, dass wenn man ans Terrarium hinkommt, dass sie gleich abhauen. Dann bleiben sie wegen sitzen. Man sieht sie dann mit der Zeit besser. Am Anfang verstecken sie sich noch relativ viel.
Hier ein grober Überblick über das Gecko-Terrarium, beziehungsweise das Terrarium fehlt. Stellt es euch vor, je nachdem, klein, groß, also für die ganz kleinen Arten, so 40, 40, 60 ist da bestimmt eine schöne Größe. Für die großen, wie so ein Grandis oder sowas, kann man auf jeden Fall Minimum 60, 60 mal einen Meter als Terrarium nehmen oder vielleicht sogar noch ein Stückchen größer, 90, 90, 60, 90 oder einen Meter. Ist bestimmt eine gute Größe für die großen Arten. Die Felsumen sind jetzt keine so Sonnenanbeter, deswegen würde ich als Beleuchtung, bei den meisten Echsen nimmt man ja irgendwelche Spots als Beleuchtung, ich würde bei den Felsumen eher so Richtung Röhren, ne? Also die guten alten T8-Röhren, ne? Kriegen da noch wieder ihren Einsatzbereich, ne? Haben einen relativ guten UV-Anteil, sind eben praktisch zur Ausleuchtung, ne? Da kriegen die nochmal ihr Einsatzgebiet, finde ich da recht gut. Entsprechend oder je nach Terrariengröße mache ich 2, 3 von diesen Röhren rein. Der Vorteil ist auch, die Tiere klettern ja, die kommen relativ nah an die Röhren ran. Also diese Röhren strahlen das UV-Licht ja nicht allzu weit ab. Vielleicht so 10 bis 20 Zentimeter haben die eine Abstrahlung vom UV-Licht. Und für ein Terrarium, wo ich einen Bodenbewohner drin habe, macht es keinen Sinn, da kommt das UV-Licht nicht an Boden. Aber bei solchen Baumbewohnern wie den Felsumen, die relativ nah an der Röhre dran sind oder das auch in die Nähe gehen, um diese Wärme von der Röhre aufzunehmen, da bietet sich das an, dann kriegen die ihren UV-Anteil ab und wie gesagt, da sind die Röhren eine gute Lösung. Je nach Terrarium können auch die Energiesparlampen eine gute Lösung sein. Da verhält sich es ein wenig ähnlich wie bei den Röhren. Die Abstrahlung von dem UV-Licht ist nur so 10, 20 cm weit. Deswegen kann ich sie wirklich nur für Tiere nehmen, die relativ nah ans Licht kommen oder an die Lampe kommen. Die werden auch beide nicht so heiß, dass sie sich dran verbrennen können. Also die Tiere können das Licht berühren sozusagen, es passiert nichts. Da finde ich das eine gute Lösung. Ne? Für diese Lampe nimmt man dann diese elektronischen Vorschaltgeräte, die stopft man einfach rechts und links auf die Lampe drauf, hängt die Lampe ins Terrarium rein und hat dann das Felsumenbecken gut ausgeleuchtet. Ansonsten ist die Einrichtung recht wichtig, relativ viel Einrichtung, viel strukturiert, viel Grünzeug, Pflanzen. Ihr könnt unechte nehmen, ihr könnt natürlich echte Pflanzen nehmen, ne? Diese Efeututen zum Beispiel, also solche blattartigen Rankenpflanzen eignen sich bestimmt. Oder eben künstliche Pflanzen. Dann gibt es hier diese Dschungellianen zum Beispiel, ne? Das sind so biegsame Lianen, die kann ich schön ins Terrarium reinmachen, da kann ich dann die Pflanzen auch ein wenig dranhängen, dass ich das Terrarium schön voll habe, dass der Gecko wirklich eine Umgebung hat, in der er sich wohlfühlt, in der er viel Grün hat, in der er sich auch verstecken kann. Ich glaube, das ist recht wichtig. Ne? Das Ganze mit Thermohygrometer natürlich kontrolliert. Thermohygrometer ist ein gutes Stichwort. Die Felsumen hält man so ziemlich alle Arten. Es gibt auch noch ein paar wenige ausgefallene Arten, die relativ hoch im Gebirge vorkommen oder sowas. Aber von denen reden wir jetzt mal nicht. Also so die Standardarten wie Grandis oder Goldstaub oder verschiedene oder die, wo so im Handel erhältlich sind, hält man in der Regel tagsüber bei 30 Grad, ne? Lufttemperatur im Terrarium 30 Grad. Nachts fahre ich runter auf vielleicht 22 bis 24 Grad. Das ist so die, also 22 bis 24, das heißt, ich kann nicht nachts alles ausschalten. Ich muss es nachts, entweder muss ich ein warmes Terrarienzimmer haben oder ich muss es nachts nochmal extra beheizen oder auch tagsüber noch extra beheizen, um auf die Temperatur zu kommen. Ne? Das könnt ihr dann noch über ein Heatpanel oder über eine Heizmatte, die ihr zum Beispiel an die Seitenwände macht, könnt ihr das noch zusätzlich beheizen für Tag und Nacht. Und dann habt ihr ein relativ gutes Felsumenklima. Beziehungsweise zum Klima gehört natürlich auch noch die Luftfeuchtigkeit. Die müsst ihr relativ hoch halten. Das heißt, 2, 3 Mal am Tag sprühen oder über eine Beregnungsanlage schauen, dass er entsprechend dem ein tropisches Klima bietet mit hoher Luftfeuchtigkeit. Fast alle anderen Geckos sind nacht- oder dämmerungsaktiv.
Hier der Klassiker unter den Geckos ist der Leopardgecko. Ne? Also hier in meiner rechten Hand ein adultes, ausgewachsenes Tier. Ja, mehr oder weniger so die klassische Färbung. In meiner linken Hand so ein Black Knight. Das ist gerade von den Farben so das Highlight, was es gerade gibt. Ne? Umso schwarzer, umso toller. Also ein und derselbe Gecko. Einfach verschieden, oder diese schwarze Farbe wurde so rausgezüchtet. Der Leopardgecko ist, wie gesagt, eine der, oder ist wahrscheinlich gerade die beliebteste Geckoart, die es in der Terraristik gibt. Ne? Zum einen durch die Variabilität der Farben, zum anderen auch vom Halten her. Es sind Steppenbewohner, haben diesen Dickschwanz als Nahrungsspeicher, deswegen muss man sie auch nicht jeden Tag unbedingt füttern. Ne? Man füttert die ein-, zweimal die Woche. Sie ernähren sich von Insekten, ne? Also wenn man hier mit Fruchtbrei oder sowas kommt, das wird man vergeblich versuchen. Man muss denen Insekten füttern, Mehlwürmer, Heimchen, Heuschrecken. Aber wie gesagt, man muss es nicht jeden Tag machen. Oder wenn man mal über ein Wochenende wegfährt, 3-4 Tage nicht da ist, dann kann man sie davor füttern und dann ist alles kein Problem. Ne? Der dicke Schwanz, der speichert Fett oder Nahrung und somit kommen die da ganz gut klar. Ja, vom Terrarium, wie gerade angesprochen, ein Steppenbewohner. Also wir haben da schon einige Folgen drüber gemacht. Wir blenden sie euch unten ein. Tagsüber so zwischen 26 und knapp 30 Grad im Terrarium. Nachts macht man alles aus, bis auf kühle Zimmertemperatur. Egal wie kalt es runtergeht oder im Winter kann es auch runtergehen auf deutlich unter 20 Grad. Das entspricht sogar denen in ihrem Ursprungsgebiet. Von dem her haben sie sich als Terrarientier wirklich als dankbar gezeigt. Ne? Außerdem sind sie immer relativ brav, umgänglich, ne? Wie ihr hier seht. Die haben keine allzu große Scheu, probieren vielleicht am Anfang ein wenig davon zu laufen, aber mit der Zeit sind sie das Hantieren auch gewöhnt und haben da kein Problem damit, dass sie bei einem auf der Hand sitzen. Von dem her, wie gesagt, sind sie die letzten Jahre auf jeden Fall zum Terrarium Gecko Nummer 1 und wenn nicht gar zur Terrarienechse Nummer 1 aufgestiegen. Dann hat sich die letzten Jahre noch der Viperngecko ganz gut ins Licht der Terraristik gerückt. Ich habe dummerweise jetzt kein zur Hand, ich habe keinen mehr da, aber ich blende euch ein, wie die aussehen. Viperngecko ist von der Haltung her, vom Herkunftsgebiet eigentlich gleich wie der Leopardgecko, kommt also Pakistan, Indien, aus Wüsten, Steppengebieten. Also hat im Prinzip die gleichen Ansprüche wie der Leopardgecko, wie ich es gerade gesagt habe. Ne? Tagsüber knapp 30 Grad, nachts kann man alles ausmachen. Das Tolle am Viperngecko, also toll in Anführungsstrich, er bleibt deutlich kleiner noch wie der Leopardgecko. Ne? Wird ausgewachsen vielleicht so knappe 10 cm mit Schwanz. Das heißt, da komme ich dann schon in die Richtung Nanoterraristik. Ne? Also da reicht mir so ein 60er Terrarium zur Pflege. Von der Ernährung her ist er ähnlich wie der Leopardgecko, frisst Insekten, Heimchen, Grillen, kleine Heuschrecken vielleicht, ne? Alles was er so erlegen kann, ein-, zweimal die Woche füttern und dann ist er wirklich ein tolles Terrarientier, ist auch relativ zutraulich, ist nicht scheu, man kann ihn in die Hand nehmen oder er haut nicht ab, wenn man hingeht. Also von dem her hat er sich die letzten Jahre, wie gesagt, ganz gut ins Licht der Terraristik reingerückt. Hier die wichtigsten Zutaten für das Wüstensteppenterrarium für Viperngecko, Leopardgecko. Ne? Die Beleuchtung natürlich ganz wichtig, mit der machen wir gleichzeitig Licht und Wärme. Ne? Also solche Mischlichtlampen sind eigentlich da perfekt, die geben genügend Wärme ab, sie geben UV-Licht ab. Das UV-Licht ist ein bisschen, ich würde sagen, umstritten, ne? Das sind nachtaktive Tiere, da sagen manche Leute, ach, man braucht gar kein UV-Licht. Ich würde es machen, wenn ich Leopardgecko, Viperngecko halte, würde ich denen so ein UV-Licht auf jeden Fall anbieten. Eine Versteckhöhle ist ganz wichtig, da macht man ein bisschen feuchtes Moos rein, da können die sich drin verstecken. Ne? Diese Magnethöhle mit diesem Deckel, Moos rein, Deckel drauf. Und je nach Tier, ne, für Leopardgeckos ist diese Größe hier bestimmt okay. Für so kleine Viperngeckos kann ich sie zum Beispiel noch relativ oder wenn ins Substrat eingraben, dass sie nicht ganz so diesen hohen Abstand haben zum Hochklettern müssen. Aber da geht es bestimmt auch.
Thermohygrometer, um die Temperatur überwachen. Die Luftfeuchtigkeit bei diesen steppenbewohnenden Arten ist relativ einfach zu machen, weil sie haben da keine allzu hohen Ansprüche an die Luftfeuchtigkeit. Ihr könnt 2-3 Mal die Woche ein wenig reinsprühen, ne, ins Terrarium. Bisschen die Deko, also was man noch reinmachen kann, ist natürlich nur irgendwelche Äste, bisschen Grünzeug, Kunststoffpflanzen oder wenn ihr wollt, echte Pflanzen, bisschen ins Terrarium reinmachen. Sprüht ihr dann gleich ein wenig an mit so einer Pflanzenspritze, dass dann an den Blättern so der Tau ein wenig dran ist und dann gehen die Tiere manchmal hin und trinken ein bisschen von den Blättern. Ja. Aber macht da draußen natürlich nicht irgendein tropisches Terrarium, dass ihr da 3-mal am Tag sprüht und permanent eine Luftfeuchtigkeit von 80% habt, sondern die ganze Sache ist eher trocken. Wie gesagt, lediglich mal ein bisschen Tau, den die Tiere trinken. Terrarium, anders wie wir es vorher bei den Felsumen, bei den Taggeckos haben. Bei den Felsumen macht er natürlich ein hohes Terrarium. Bei diesen bodenbewohnenden Geckos, Wiebundgecko, Leopardgecko, nehmt ihr ein breites Terrarium, ne, für einen Wiebundgecko vielleicht ein 60er, für einen Leopardgecko 90 oder Meter Terrarium, nicht so hoch. Da könnt ihr die Lampe dann oben drauf machen aufs Terrarium und dann habt ihr da ein perfektes Gecko-Terrarium. Jetzt hatten wir gerade 2 carnivore Geckos, den Leopardgecko, den Wiebundgecko. Jetzt kommen wir noch zu den eher Herbivoren bzw. Mischköstler. Der Kronengecko hat sich die letzten Jahre auch als tolles Terrarientier gemacht. Ne? Kronengecko, Corylophus ciliatus, früher Racodactylus ciliatus, ne? Der Name, der ist mir geläufig, dieses Corylophus, habe ich mich noch mal nicht dran gewöhnt. Neukaledonischer Kronengecko, ne? Der Name sagt schon, kommt aus Neukaledonien, ist ein baumbewohnender, dämmerungsaktiver Gecko. Gibt es mittlerweile auch alle möglichen Farben, beziehungsweise diese Farben oder diese Variabilität hat er auch in der Natur. Ne? Also das sind jetzt nicht einmal gezielte Zuchten, oder man züchtet natürlich die Farben schon weiter, aber man findet so diese Farbvariabilität auch in der Natur. Da können wir euch verschiedene mal einblenden. Ist auch eher ein größerer Gecko, ne? Gesamtlänge mit Schwanz so an die 20 cm. Wirklich ein tolles Terrarientier, ernährt sich überwiegend von Fruchtbrei. Ne? Man macht, es gibt so fertige diese Jellies, wo man reinstellen kann als Fruchtbrei. Oder man kann selber wegen Früchte zerdrücken, Banane, Mango, Erdbeeren, was weiß ich, könnt ihr dem reinmachen als Ernährung. Wir füttern einmal die Woche, geben wir auch Insekten dazu, im Prinzip dann eine Heimchengrille, Heuschrecke einmal die Woche, was wir dazu füttern, würde ich euch empfehlen, muss auch nicht unbedingt jede Woche sein, kann auch alle 2 Wochen sein, aber so Kleiweng Eiweiß ist sicherlich nicht schlecht. Kleiweng müsst ihr aufpassen, auch die Kronengeckos können den Schwanz verlieren, also wenn ihr den zu arg ärgert, was wirklich schwer ist bei denen, die sind wirklich gechillt und entspannt, aber wenn ihr den zu arg oder am Schwanz meint, wenn er weglaufen will und ihr würdet den am Schwanz halten, werfen die den Schwanz ab, der wächst auch nicht mehr nach. Man sieht auch relativ oft Tiere ohne Schwanz, ne? Sieht meiner Meinung nach fast genauso hübsch aus wie mit Schwanz. Macht dem Tier auch gar nichts, auch in der Natur sieht man sehr viele Tiere ohne Schwanz. Aber wenn er, wie gesagt, wenn er einmal weg ist, dann ist er weg. Also passt auf, muss ja nicht unbedingt das Schwänzchen weg sein. Vom Klima her wollen es die Kronengeckos gar nicht so warm. Also in ein warmes Terrarienzimmer reicht im Prinzip fast schon. Ne? Also so 25, 26 Grad. Wie gesagt, sei es ein warmer Raum oder hier, ich habe hier so eine Sparlampe drauf, ne, die auch UV-Licht abgibt. Was dann noch gleich ein bisschen warm macht in dem Terrarium. Ihr braucht für die natürlich ein hohes Terrarium, es ist ein Baumbewohner. So in dieser Größe jetzt zur Jungtieraufzucht ideal. Wenn ihr adulte Tiere habt, würde ich sagen so 60 mal 80 ist ein tolles Maß für Kronengeckos. Drin natürlich ein bisschen Grünzeug zum Verstecken. Ich würde auch so eine Höhle reinmachen, ne? Also wir verwenden auch diese Magnethöhlen innen rein, machen ein bisschen Moos rein, gehen die wirklich ganz gern rein oder auch für die Weibchen. Hier habe ich jetzt ein einzelnes Weibchen zur Eierablage da reingemacht, ne? Die legen dann die Eier ganz gern in diese Höhlen. Und eben diese
Man kann die normalen, in Anführungsstrichen normalen Terrarien nehmen mit Glas, aber auch diese Gaze-Terrarien eignen sich ganz gut. Also wir haben ja hier relativ warme Räume, deswegen verwenden wir die Gaze-Terrarien. Die sind einerseits gut belüftet, aber wenn der Raum selber schon warm ist, wird es da drin auch schön warm im Terrarium, dann die Lampe noch oben drauf, dann hat er das perfekte Klima und kann sich wegen näher an der Lampe, hat er dann vielleicht eben seine 26, 27 Grad, geht er da hinten in eine kühlere Ecke, hat er vielleicht 23, 24 Grad. Da lassen die Tiere sich drin, toll drin halten, aufziehen oder züchten, wirklich perfekt. Wichtig bei allen euren Echsen, dass ihr die richtig ernährt natürlich und die richtigen Supplements habt. Für die fruchtfressenden Echsen, wo wir euch gezeigt haben, gibt es so fertige Präparate, ne? Das Nekton Crested Gecko oder das Nekton Tonic R. Tut man so mit Wasser anrühren. Ist als Alleinfuttermittel perfekt für die Kronengeckos bzw. auch für die Felsumen perfekt geeignet. Wenn ihr Insekten verfüttert oder Leopardgeckos oder die Viperngeckos, ganz wichtig, dass ihr so ein Mineralpräparat dazu gebt, eine MSA oder das REP plus Calcium D3, auf jeden Fall mit dazu füttern. Wirklich ganz wichtig bei jeder Fütterung, nicht vergessen, weil die Tiere schon einfach rachitisch werden. Also wenn die Dosen leer sind, nicht vergessen, eine neue zu kaufen, nicht bei der Anschaffung vom Tier die Mineralien dazu kaufen und wenn es leer ist, dann die nächsten Jahre nicht mehr füttern. Das erlebe ich auch manchmal. Also auf keinen Fall immer dazu füttern. Somit seid ihr sicher, dass eure Tiere perfekt ernährt bzw. perfekt ergänzt sind. Das war meine Top 4 Auswahl unter den Geckos. Die sind meiner Meinung nach in der Terraristik aktuell so die mit die interessantesten, die populärsten, die praktischsten. Ne? Sei es eben, wollt ihr Bodenbewohner, wollt ihr ein Tier, also macht es euch nicht so viel aus, wenn das Tier scheu ist, oder wollt ihr ein Tier, das ihr auch mal in die Hand nehmen könnt. Verschiedene eben Carnivore, Herbivore, ne? Also ist euch egal, wenn ihr laufend Insekten füttern müsst oder sagt ihr, nee, viel praktischer, wenn ich Fruchtbrei geben kann. So wegen eine kleine Auswahl. Jetzt könnt ihr euch selber entscheiden. Bleibt mir treu, checkt die Geckos. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terraristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terraristik-Produkte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt, und bleibt mir treu.